Herzlich willkommen, Freunde, zurück zu Minecraft Jump World. Ja, Leute, heute ist das Thema. Oh mein Gott, ist es Jungs oder ist es Mädchen? Ah, beides falsch. Es ist das Thema. Tote Mädchen lügen nicht. Ihr werdet es vielleicht im Englischen kennen. 30 Reasons Why. Kam jetzt vor 2 Wochen die dritte Staffel raus. Und die war mega geil. Und darüber reden wir heute ein bisschen. Und währenddessen machen wir dieses kleine Jump World. Jungs, wie es Mädchen. Wenn du ein Mädchen bist, dann geh nach rechts. Wenn du ein YouTuber bist, geh nach hinten. Wenn du ein Junge bist, dann geh nach links. Bitte fair bewerten, hat lang gedauert. Ich bin natürlich heute ein Mädchen, ne? Weil wir sind natürlich tote Mädchen lügen nicht Fans. Und deswegen sehen wir uns eher als Mädchen als einen Junge. Ja, willkommen im Tierpark. Oh, süß. Okay, ich erzähle euch erstmal, was so in den ersten 2 Staffeln vorgefallen ist. In der ersten Staffel stirbt die Hauptperson nicht. Okay, vielleicht doch die zweite Hauptperson. Und zwar Hannah Baker. Sie hat sich selber umgebracht und hat 13 Kassetten hinterlassen. Auf denen sind die 13 Gründe, wieso sie Suizid begangen hat. So, Leute. Na, wenn ihr die Serie schaut, dann bitte schaut es nicht, wenn ihr eh schon Psycho fertig seid. Kann ich einfach rüberspringen, das ist leichter. Ja, kann ich. Gut. Oder schaut euch die zusammen mit jemandem an und danach redet darüber, weil sonst seid ihr psychisch einfach am Ende. Würde ich jetzt mal sagen. Ich gehe mal da hinten hin. Vielleicht ist das leichter. Ja, das sieht leichter aus. Das sieht wie ein Mädchenweg aus. Perfekt. Ja, und da geht es dann halt um, nach Hannahs Tod bekommt Clay Jensen, ich hab's geschafft, lol, okay, war okay, die 13 Kassetten zugespielt und der ist halt jetzt richtig sauer auf alle Leute, die eine Kassette da bekommen haben. Ja, so, machen wir nächstes jüngstes Mädchen. Und ja, in der ersten Staffel war die letzte Folge die heftigste. Dort tötet sie sich nämlich. Diese Szene wurde auch mittlerweile vom Netflix rausgeschnitten. Die gibt es so nicht mehr zu sehen. Ich weiß nicht, ob YouTube oder so die Szene noch hat, aber ich glaube, wenn dann auf irgendeiner illegalen Seite, weil, ja, die war einfach zu heftig. Dann kommen wir zu Staffel 2. Staffel 2 war eher so die Aufklärung darüber, was mit den Leuten jetzt geschieht, wie es denen jetzt geht und sowas. Und auch ganz großes Thema, die Vergewaltigung von Jessica. Ja, das war so Staffel 2. Da war die Schlussszene sehr, sehr emotional. War gar nicht, glaube ich, so der wirkliche Schluss, sondern eher so die Mitte. Warte mal, was muss ich hier machen? Ah, ich muss hier hochklettern. Da gab es nämlich eine Szene mit Tyler, das ist so ein Fotograf, der wurde auf, oh, das war richtig eklig, die Szene, auf der Toilette wurde er von so Leuten, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, tut mir leid, vergewaltigt, misshandelt, und das war echt schmerzhaft anzusehen. Ich muss echt sagen, also diese schmerzhaften Szenen, die können 30 Reasons Why richtig gut. Erste und zweite Staffel wurden ja noch mit Selena Gomez produziert. In der dritten Staffel war sie nicht mehr dabei. Weiß nicht warum, aber macht nichts. Die dritte Staffel war mega cool. In der dritten Staffel kam dann mal eine neue Schülerin hinzu. Diese mochten sie irgendwie am Anfang überhaupt nicht, aber komischerweise am Ende mochten sie sie alle ohne irgendeinen Grund. Keine Ahnung, ich verstehe auch nicht diesen Hate für diese Person. Wieso sie die überhaupt gehasst haben, weil die hat eigentlich niemandem was getan. Und die hingen die ganze Zeit mit Clay ab, was ich dann doppelt cool fand. Oh Gott. So, jetzt sind wir hier. Okay. Alter, oh Gott, das ist aber schwer hier. Diese Frauensprünge hier. Ja, und in der dritten Staffel ging es dann um Bryce Walkers Tod. Der wurde ermordet. Das fand ich richtig blöd irgendwie. Weil vor allem, er hat sich echt verändert. Also ich würde schon sagen, dass er sich verändert hat. Trotzdem mag ich ihn nicht.
aber er hat sich wirklich zum Besseren verändert und der wurde dann eiskalt getötet. Von wem, das müsst ihr selber herausfinden. Ich war auf jeden Fall schockiert, als ich so einen leichten Verdacht hatte auf einmal. Und zwar Folge 7 oder 8, da hatte ich dann einen Verdacht, dass es derjenige getan haben könnte. Und da war es dann auch, da war ich richtig, oh mein Gott. Das war irgendwie klar, dass der es war. Ja, was macht da Clay? Clay versucht natürlich herauszufinden, wer Bryce getötet hat. Weil ich weiß gar nicht, wieso Bryce sich die Aufgabe gegeben hat, den Mörder jetzt da zu suchen. Naja, ist auf jeden Fall echt schade gewesen. Und Clay ist natürlich auch der Hauptverdächtige, weil Videos wurden gezeigt, dass er mal mit einer Pistole auf hier Bryce gedingst hat. Der müsste ja auch einen ziemlichen Hass auf Bryce haben, weil er Hannah vergewaltigt hat und sowas. Ja, es war echt schon sehr, ja. Da ging es dann natürlich auch um viele Themen, wie zum Beispiel Akzeptanz. Welches nehmen wir denn, Komödien? Akzeptanz ging es darum, vor allem die 12. Folge, da, es war so das große Outing, da haben sich alle misshandelten Personen bzw. Vergewaltigten zusammengetan und, oh, hier haben wir das hier, okay, das ist ein Dropper, ne, da unten ist Wasser, komm, da fall ich runter, super, ja, da, also Jessica war die Schülersprecherin oder sowas und hat dann eine Rede gehalten. Dann hat sie aufgefordert, dass die Überlebenden, also so nennen sie sich, die die Vergewaltigung überlebt haben, sind dann aufgestanden und haben dann gesagt, ich bin ein Überlebender und so weiter und so weiter. Und dann stand auf einmal Tyler auf, als er Clay gesehen hat, weil am Anfang hat er sich nicht getraut, aber als er Clay gesehen hat, hat er sich getraut. Und das war echt wow. Und dann kam noch ein richtiger Twist, dass Justin sich auch als Überlebender sieht. Der wurde nämlich im jungen Jahren vergewaltigt und wow, das hätte ja keiner gewusst. Das erklärt auch seine komische Art in der zweiten Staffel, weil da wollte er ja irgendwie nicht mehr wirklich leben. Das ist die Frage. Der Österreicher Florian ist ein Schnitzel stand da. Nee, das war falsch, lol. Ein Kürbis? Aber Paluten ist ein Kürbis. Okay. Och nee. Nein. Ach, Glück gehabt. Eine Melone. Ja, und da kam mir tatsächlich auch die Tränen. Wirklich. Da kam mir die Tränen. Ich habe es danach nochmal das zweite Mal gesehen, die Folge. Da kamen auch nochmal Tränen. Zwar nicht mehr ganz so viele, aber es kamen nochmal Tränen. Ja. So. Dann die letzte, oh Gott, die letzte Folge, die endete wieder etwas brutal, aber es war diesmal harmloser, wirklich harmloser als die Enden von Staffel 1 und 2. Maudados Lieblingsfarbe ist grün, lila, orange. Ich glaube eigentlich, es ist blau, Schneckchenblau. Lila Zombie und orange hat eigentlich Paluten, soweit ich weiß. Aber okay. Ja, da ging es dann halt um den Tod von Bryce. Dann wurde auch gezeigt, wie er gestorben ist. Das hat mich ein bisschen schockiert, weil ich hätte gedacht, da kommt jetzt irgendjemand zu Hilfe. Weil so hätte ich die einfach nicht eingeschätzt. Zombie mag pink, lila, braun. Lila. Und Gonzo mag er. Gonzo mag er auch. So. Große Job. One. Das Feuer nervt mich ein little bit. A little bit Nervigkeit. Und ja, sonst, das war's glaube ich zu Tote Mädchen lügen nicht. Oder? Gibt's da noch was zu erzählen? Eine vierte Staffel wird kommen. Ich hoffe, die vierte Staffel ist wieder so eine kleine Aufklärungsstaffel. Die vierte Staffel soll auch auf jeden Fall die letzte sein. Und ich freue mich drauf. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Serie endet. Weil die hat echt
wichtige Themen angesprochen. Ich glaube, solche wichtigen Themen hat bis jetzt kaum eine andere Serie umgesetzt, würde ich sagen. Und ja, Staffel 4 wird wahrscheinlich, ich glaube es einfach, ich glaube, es wird sowas wie Staffel 2 sein. Es wird wahrscheinlich kein Gericht sein, aber es wird irgendwas Ähnliches sein, wo sie sich auch alle überstellen. Oh, es könnte tatsächlich die Polizeistation im Hauptgrund kommen. Vielleicht kommen nämlich noch neue Informationen über den Mörder von Bryce, weil die denken, die haben den richtigen erwischt, aber nein. Nein, nein, nein. Die haben den Falschen beschuldigt. Und das ist heftig. Das ist echt heftig. Und ja, ach ja, da komme ich noch zu einer Sache. Ich habe nicht verstanden, wie sie damit klargekommen sind. Seit der ersten Folge war schon klar, okay, Bryce ist tot. Bryce ist einfach tot. So, und dann laufen die immer noch so herum, als ob nichts geschehen wäre und sind sauer auf eine Person, die nichts damit zu tun hatte, die sie sogar zu einer Falschaussage gedrängt hat. Und ja, das finde ich schon heftig. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, ja. Die hatten irgendwie überhaupt kein Schuldgefühl oder sowas. Nee. Da waren die mir echt unsympathisch. Und von denen hätte ich es auch erst ab der 8. Folge gerechnet. Weil er könnte tatsächlich auch ein paar Motive haben, aber der oder die andere? Nee. Da war ich echt enttäuscht. Da war ich wirklich enttäuscht. Naja, okay, Leute. Das war's mit dem Tote Miete Lügenich Talk. Ich nutze die Jump-Folgen jetzt einfach so ein bisschen über Serien oder irgendwas anderes, Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, und das war halt jetzt aktuell. Ich habe auch gesehen, 9 Millionen Deutsche haben auf Netflix die 3. Staffel gesehen, und das ist echt heftig, ja. Ich dachte eigentlich, seit Staffel 2 denken die Leute eher so, naja, geht so, aber nee, das fand ich super. Fand ich einfach super, Leute. Okay, Leute, das war's. Bis dann, euer Kamito. Haut rein, ich hoffe, ich habe gesagt, hey ho, Eulenfreunde oder so. Weil sonst beschwert sich Freddy wieder. Und das will ich natürlich nicht, ne? Also bis dann, haut rein und ciao.